Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Wir wollen heute ein super knackiges, schnelles Video machen. Für ein Rezept, was man mal eben schnell zu Hause machen kann, wenn man abends nach Hause kommt nach der Arbeit und nicht mehr stundenlang kochen will, aber trotzdem was super Leckeres essen will. Und zwar haben wir unser Hühnchencurry so ein bisschen modifiziert, ein paar neue Sachen dazu, ein bisschen andere Gewürze. Und das will ich euch jetzt zeigen. Jetzt kommt erstmal schnell unser Intro. Ich zeige euch jetzt mal eben schnell, was wir eingekauft haben. Wir haben hier eine Hühnerbrust, die habe ich klein geschnitten. Das machen wir für zwei Leute. Dann habe ich hier schon eine rote Zwiebel klein geschnitten. Dann haben wir hier eine Chili. Wenn ihr nicht ganz so scharf essen möchtet, macht ihr nur eine halbe oder ihr schneidet die halt einfach auf und macht mit dem Löffel die Kerne raus, dann ist sie nicht ganz so scharf. Ein Apfel, eine halbe Mango, super reif das Teil, ein bisschen Erbsen und Wurzeln, die sind jetzt aus der Dose nicht frisch gemacht, weil wir wollen ja was machen, was wir mal eben schnell machen können. So, lass uns starten. So, Topf steht schon auf dem Kochfeld, ein bisschen Öl hinein, das lassen wir jetzt heiß werden und dann kommt da als erstes unser Fleisch drauf. Ich tue jetzt mein Fleisch hier hinein, mein Fett ist heiß, das ist ein ganz normales Öl. Normalerweise nehme ich ja immer mein Reisöl, das habe ich heute aber mal nicht am Start. Ich habe mir ein Hot Curry Mandarinenpulver organisiert, das tue ich jetzt hier schön mit hinein. Das soll ja jetzt mit schön anbraten, damit das seinen wirklichen Geschmack entwickelt. Dann tue ich da gleich noch ein bisschen was von meinem Kurkuma rein. Jetzt kommt ja schon mal meine Zwiebel drauf. Die soll ja auch schön mit anrösten. Und natürlich auch meine Chili. Während das da jetzt am Rösten ist, mache ich da ein bisschen Pfeffer drauf und ein bisschen Salz. Wunderbar. Jetzt in der Zwischenzeit schneide ich mir mal eben schnell meinen Apfel klein. Die Hälfte der Mango habe ich jetzt geschält und schneide die halt auch nur so in rudimentäre große Stücke. Hier habe ich aus dem Apfel das Kerngehäuse rausgenommen und schneide den auch in grobe Stücke. So. Jetzt schmeiße ich meinen Apfel hier auch noch mit hinein und die Mango auch. Röste das alles auch noch so ein ganz bisschen mit an. Wir wollen das aber jetzt ja hier nicht kaputt rühren. Das heißt, das soll jetzt nur ein bisschen schön mit heiß werden. Ich lösche jetzt mal so ein bisschen mit ein bisschen Milch ab. Gehe ein bisschen mit der Hitze runter. Und jetzt kommt da schön ein bisschen Schmand hinein. Ich habe hier jetzt noch so ein bisschen Paprika edelsüß. Das tue ich mir da jetzt noch mit rein. Das ist gelogen, das ist scharf. Macht nichts. Übrigens, wir haben bisher immer unsere Gewürze vom Gewürzmaster bezogen. Die haben momentan aber ihren Shop dicht und bauen den um. Das heißt, man kommt da momentan ein bisschen schlechter ran. Ich habe jetzt einmal kurz probiert. Es fehlt mir noch so ein bisschen was an Salz. Das tue ich da jetzt noch einmal rein. So. Dann rühre ich noch einmal vorsichtig um. Ich will ja auch nicht meine Mango hier komplett kaputt machen. Und dann tue ich mir meine Erbsen und Wurzeln dazu. Lassen das einmal richtig schön heiß werden. Und dann sind wir fertig. Ich hätte natürlich jetzt am Anfang des Videos sagen sollen, so, wenn ihr einen Reiskocher habt, dann setzt nochmal schnell einen Reis auf. Dann wäre der trotzdem noch nicht fertig, weil das dauert ja immer alles ein bisschen länger. Das war es im Grunde schon. Unser Essen ist fertig. So, dann füllen wir hier mal schön
was von unserem Curry auf. So, für uns ist das heute nur mit ein bisschen Brot unser Essen. Ich finde, das ist gelungen, sieht super aus, schmecken tut es sowieso. Hier im Hintergrund hört man jetzt noch unsere neue Induktionsplatte, die ich jetzt benutzen will, damit man besser sehen kann, was ich da mache. Ich finde die aber ein bisschen laut irgendwie. Muss mal sehen, wie ich das ändern kann. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Unser kurzes, schnelles, knackiges Video. Jetzt ist hier auch Ruhe. Sehr schön. Wir werden jetzt gleich essen. Solltet ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen haben, schreibt sie einfach unten rein. Wir freuen uns drüber. Habt ihr irgendwie einen Tipp, wie ich diese Platte leiser kriege? Schreibt es unten auch ruhig rein. Würde ich mich sehr freuen. Gebt uns einen Daumen. Die uns abonnieren, Glocke machen. Aber es ist ja immer das Gleiche, sagen ja auch immer alle. Also wie immer, einmal bitte. Und Schatz, hast du noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Vergesse nicht mit der Kommentare. Ja, genau. Kommentare schreiben. Und es sagen Tschüss. Ja, tschüss. Und Frank vom Foodblog Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.